Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Basti und mit mir erfährst du alles, was mit dem Thema Krypto und natürlich mit Krypto-Trading zu tun hat. Wir traden bei Bitcoin bei 37.500 US-Dollar. Unsere Trades sind weiterhin offen. Du siehst es hier ganz schön mit knapp 23.000 Dollar im Profit. Deshalb habe ich diese auch noch nicht geschlossen. Da werden wir uns nachher noch drum kümmern. Und ist es jetzt hier sinnvoll, nochmal Bitcoin zu kaufen? Das ist nämlich jetzt hier die Frage. Und wir werden uns noch ein paar Altcoins anschauen. Deshalb unbedingt dranbleiben. Gerne abonnieren, liken, kommentieren. Ihr kennt das Spielchen. Werd auch du zum Bitbuller und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Let's go. Gut, also starten wir rein. Wir sind hier auf dem 4-Stunden-Chart und wie du sehen kannst, ich bin immer noch nicht zu Hause bei dem Setup, denn heute streikt auch noch die Bahn. Das heißt, ich bin erst morgen früh zurück, dann auf meinem anderen Setup. Also ihr seht schon, ja, kaum ist man in Deutschland, streikt schon wieder die Bahn. Ist natürlich sehr, sehr, sehr geil. Aber nichtsdestotrotz will ich euch natürlich immer wieder hier updaten, damit ihr einfach die bestmögliche Performance hier jetzt erstmal habt. Also schauen wir uns das Ganze mal an. Wir sind nämlich jetzt hier auf dem 4-Stunden-Chart und wie du ganz gut sehen kannst, ist es im Moment so, dass wir hier bei knappen 37.500 Dollar jetzt hier erstmal traden. Und jetzt wird die Sache nämlich interessant. Wir haben nämlich dann hier gestern wirklich einen sehr, sehr schönen Pump nach oben gesehen. Den haben wir uns gestern auch analysiert, dazu dann gleich mehr im 15-Minuten-Chart. Jetzt wird es natürlich spannend werden, weil wir haben fast, aber wirklich nur absolut fast hier unser neues Jahreshoch gemacht. Und zwar sind wir genau hier oben reingelaufen und haben das hier fast hier nochmal angetestet, eigentlich auf den Cent genau, wurden jetzt erstmal hier wieder ein bisschen abgelehnt. Und das ist genau dieser Punkt. Ja, gestern haben mich dann auch viele gefragt, ja, Basti, ja, Korrektur, ja, und wie sieht es denn aus? Fallen wir jetzt hier nochmal weiter nach unten? Und ich habe gesagt, für mich, und ihr könnt gerne das Video gestern anschauen, für mich gibt es keinen Grund, hier ultra bärisch zu sein, dass wir hier nach unten hin abverkauft werden. Diese kleine Korrekturphase ist völlig normal für Bitcoin und solange wir diese wichtigen Supportlinie hier halten und vor allem den wichtigen 100er EMA, die wichtigen 35.280 Dollar und diese Aufwärtstrendlinie, die du hier siehst, gibt es für mich keinen Grund, das habe ich gestern auch nochmal gesagt, könnt es gerne unten reinschreiben in die Kommentare, wer gestern das Video angeschaut hat, gibt es keinen Grund, das Ding zu shorten. Und genau deshalb, ja, haben wir das auch nicht getan und ja, uns hat das Ganze wieder recht gegeben. Das war mal wieder eine Bewegung von knappen 7,5% mit dem 10er Hebel, 75% aufs eingesetzte Kapital. Das ist natürlich einiges. Wenn man sich jetzt hier den MACD auch anschauen, ja, ist es nämlich jetzt auch das eingetroffen, was wir erwartet hatten, denn wir haben jetzt hier unten ein bullisches Cross bekommen, das heißt, das negative Momentum ist jetzt hier nach unten gegangen, ja, und wir haben jetzt hier wieder positives Momentum reingekriegt, also für den jetzigen Stand muss man ganz klar dazu sagen, das sieht auf jeden Fall erstmal sehr, sehr stark und stabil aus, genauso was das Volumen angeht, nämlich genau mit diesen Ausbruch nach oben hindurch kam auch höheres Kaufvolumen als Verkaufvolumen hier unten in diese Phase des Marktes hier rein und das ist auch nochmal ein sehr, sehr gutes und stabiles Zeichen, denn wir haben eigentlich fast so ein ähnliches Kaufverhalten und Kaufvolumen gesehen, wie wir hier bei diesem Ausbruch gesehen haben, wo wir hier nochmal knapp von 30.000 auf 35.000 Dollar angestiegen sind. Also das bedeutet, auch das ist nachhaltig, das ist kein Fake-Pump oder sonstiges, weil hier wirklich sehr gutes Volumen mit hinten dran steht. Und der RSI, voilà, wer hätte es gedacht, ja, ist nicht im überkauften Bereich, sondern wir hatten ja hier unten unser Tief geformt, unseren nicht über unseren überverkauften Bereich und genau hier oben sind wir jetzt hier fast wieder rein auf den überkauften Bereich auf 70 Punkte und ihr seht, ja, eigentlich kannst du auf dem 4-Stunden-Chart immer danach gehen, wenn wir hier in so eine wichtige Zone reinkommen, dass du immer mal mit einer Korrektur dann rechnen kannst, kurzfristig gesehen dann hier wieder mit einem Anstieg, genau das haben wir dann auch auf dem 4-Stunden-Chart jetzt erstmal hier für uns gesehen und vor allem noch eins dazu, wir schauen uns jetzt nämlich hier auch nochmal ganz kurz unseren VRVP an. Das ist natürlich auch immer noch ein sehr wichtiges Level. Und wenn wir uns den nämlich mal anschauen, siehst du ihn hier auch nochmal ganz gut ein bisschen rauszoomen, dann siehst du einfach, wie viel und wie stark das Volumen hier unter uns einfach aufgebaut worden ist. Und genau das habe ich ja auch gestern euch erklärt, dass das ein sehr, sehr wichtiges Level ist, weil wenn wir nämlich jetzt hier drunter fallen würden, unter diese 34,5, eigentlich kann man sagen 34.000 Dollar, das ist die magische Grenze. Wir dürfen nicht unter 34.000 Dollar fallen. Ja, dann wird es nämlich bei Bitcoin sehr schnell gehen und dann kann es auch sogar nochmal sein, dass wir unter 30k fallen, aber wir sind hier wirklich auf dem besten Weg, ja, auf dem besten Weg Richtung 38 bis 40.000 US-Dollar hier wieder nach oben zu pumpen und ich gehe davon aus, dass wir hier
in möglicherweise sogar jetzt hier heute oder übermorgen versuchen werden, Richtung 40.000 Dollar zu gehen. Es gibt bei Bitcoin, und nochmal, keinen Grund, irgendwie bärisch zu sein, sondern positioniert euch in den Markt, damit ihr immer wieder schöne Long-Positionen mitnehmen könnt. Und genau das werden wir jetzt auch tun, denn wir schauen uns nämlich jetzt einfach mal den 15-Minuten-Chart an. Für euch Daytrader, da wird die Sache nämlich jetzt richtig interessant werden. Wir switchen hier einmal komplett rum. Let's go. So, also jetzt sind wir hier nämlich auf den 15-Minuten-Chart. Bevor wir hier reinstarten, will ich dich auf jeden Fall was aufmerksam machen, denn ich war gestern dann noch bei meinem Dad, wir haben keinen Livestream gemacht, deshalb heute gibt es unser Live-Webinar. Welche Trading-Arten nutzen die Profis? Heute Abend 20 Uhr wird nicht auf YouTube übertragen, deshalb schau da auf jeden Fall gerne rein, melde dich da kostenlos an, einfach Vorname, E-Mail eingeben und mit am Start sein. Link findest du unten in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Ist auf jeden Fall immer sehr, sehr, sehr lehrreich, deshalb wenn dich das Thema interessiert und vor allem auch Bitbull-Trading interessiert, würde ich dir empfehlen, definitiv da dann heute Abend mit am Start zu sein und dich dann hier einzutragen. Alle Links findest du, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Dann gehen wir jetzt rein auf den 15-Minuten-Chart, schauen uns das Ganze an und voilà, guckt euch einfach mal an, wie genau und wie perfekt wir hier oben reingelaufen sind auf unsere zwei Widerstände. Wir haben uns ja hier nochmal diese zwei Linien eingezeichnet. Zum einen ja unser unser altes Jahreshoch, beziehungsweise ja eigentlich das Jahreshoch und dann hier unten nochmal auf dem 15-Minuten-Chart diese 37,852, das waren nochmal die Vector-Candles. Und jetzt seht ihr das Ganze hier auch nochmal ganz schön, schaut es euch an, Freunde, genau hier oben startet unser Daily Open und wir fallen seitdem kontinuierlich nach unten ab und kriegen eine kleine Konsolidierung beziehungsweise eine kleine Korrektur jetzt rein. Jetzt fragt sich natürlich jeder, okay, was können wir für den heutigen Tag erwarten? Erstmal eins vorneweg, das Daily Open wurde noch nicht richtig angelaufen. Ja, das kannst du hier nicht als Retest ansehen, sondern wir sind hier nur kurz rein angetestet und instant dann abverkauft worden. Das heißt, für den heutigen Tag kann ich mir gut vorstellen, dass Bitcoin hier heute nochmal auf den Pivot Point geht und dann nochmal die Bewegung nach oben macht Richtung Daily Open. Sollte jetzt der 50er EMA nämlich nicht halten, müssen wir davon ausgehen, dass wir hier unten nochmal reinlaufen auf unser Psi High Pivot Point 100er EMA. Und jetzt wird die Sache nämlich interessant. Warum? Ganz einfach, weil genau in dieser Zone wieder eigentlich eine sehr, sehr starke Supportzone haben. Das bedeutet von 37.184 US-Dollar bis runter zu 37.050 US-Dollar haben wir genau an dieser Stelle drei wichtige Support-Level. Einmal den Pivot Point, einmal unser Psi High und der 100er EMA wandert in der nächsten halben Stunde auch hier oben rein. Also das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Support. Wenn wir dann sehen, dass wir hier unten einen schönen kleinen doppelten Boden reinkriegen, eine kleine Konsolidierungsphase reinkriegen, ist das der Zeitpunkt wieder für neue Long-Positionen, um die nächste Bewegung nach oben hin mitzunehmen und zwar Richtung Daily Open. Das wäre heute der Tagestrade. Das sind knappe 21% mit einem 10er Hebel. Das ist wirklich einiges. Darauf müsst ihr euch vorbereiten und darauf müsst ihr heute auf jeden Fall erstmal achten. Denkt auch an euer eigenes Risk Management. Das ist keine Finanzberatung, was ich hier mache. Ja, aber es ist dann mit eurem eigenen Risk Management natürlich dann auch verbunden. Wenn ihr sagt, ihr nehmt immer 10% ASL oder sowas, dann müsst ihr das natürlich an euren Trading-Stil anpassen. Ist natürlich auch ganz klar. Ja, dann haben wir gestern hier uns das Ganze eingezeichnet, haben uns ja dann hier angeschaut und habe gesagt, hey, ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir heute so dann gestern beziehungsweise noch in die Bewegung sehen Richtung 200er EMA. Genau das ist passiert. Nämlich, wenn wir uns das nämlich hier mal anschauen, bei Bitbull Trading habe ich natürlich auch einen Telegram-Kanal. Unten in der Videobeschreibung ist dieser. Und da habe ich euch das Ganze hier dann auch immer up-to-date gehalten, 10.25 Uhr am gestrigen Tag, habe gesagt, Leute, Analyse, Update, Video, Video anschauen, ganz, ganz wichtig, ja, sonst verpasst ihr die wichtigen Infos und genau das haben wir uns nämlich hier eingezeichnet und geschaut, okay, wir werden definitiv höchstwahrscheinlich auf diesen 800er, 200er EMA reinlaufen, genau das ist dann hier dann auch passiert, ja, und ich werde euch da immer updaten, das waren dann 2 Stunden später, war es dann soweit und da werde ich euch dann wichtige Informationen immer wieder geben, ja, deshalb schaut da gerne rein. Wenn ihr da Bock drauf habt, ist wie gesagt auch komplett kostenlos. Und das war dann genau diese Bewegung, das war diese Initialisierung, sind dann hier unten nochmal reingelaufen, haben die Vektorkerze abgeholt und haben dann den Pump nach oben gesehen. Und jetzt wird es halt interessant, weil ein kleines Stückchen von der Vektorkerze ist hier noch offen, das ist nämlich dieser Bereich hier. Aber man kann eigentlich fast sagen, dass die fast abgeholt worden ist mit dieser anderen Vektorkerze. Also da wird es auf jeden Fall interessant. Shorten. Absolut die Finger davon lassen. Wenn ihr erfahren genug seid, könnt ihr den Markt shorten. Ich persönlich würde euch das absolut
nicht empfehlen, vor allem jetzt nicht in dieser wichtigen Marktphase. Wir sind kurz davor, wieder ein neues Jahreshoch zu machen, Leute. Ja, wie ihr hier ganz gut sehen könnt. Und deshalb würde ich diesen Markt nicht shorten. Immer jetzt darauf achten, wo können neue Long-Positionen eröffnet werden, wo können wir neu long gehen. Ah, auch hier, nächste Möglichkeit wäre natürlich dann hier unten bei M2 genau dasselbe Spielchen. Deshalb schaut euch da immer diesen Preis ganz genau an und lasst euch nicht reinfomo. Ganz, ganz wichtig, Freunde. Es wird immer diese Korrekturphasen geben. Auch hier hat keiner daran geglaubt, ja, wo ich dann gestern gesagt habe, Leute, es sieht danach aus, als würden wir eine kleine Korrektur reinkriegen. Und man muss auch dazu sagen, die kleine Korrektur war halt mal dann auch kurz 3.200 Dollar. Ja, deshalb solche Korrekturphasen gibt es immer wieder auf unsere wichtigen Support-Level. Und dann heißt es wieder an Start sein, dann heißt es wieder smart sein, dann heißt es wieder investieren und dann heißt es dementsprechend auch wieder neue Positionen aufmachen. Und jetzt auch so die Frage, macht es denn jetzt hier Sinn, überhaupt Bitcoin weiterhin zu kaufen? Zum einen musst du dir erstmal im Klaren sein, macht es denn überhaupt Sinn, jetzt hier Bitcoin bei 38k für dich einzukaufen? Wenn du einen Durchschnittspreis hast von 40.000, 50.000 Dollar, weil du in den 2 Jahren zuvor leider immer den Peak gekauft hast, dann macht es natürlich Sinn. Wenn du jetzt einen Durchschnittspreis von 5.000 Dollar hast und kaufst dir hier oben auf einmal 3 Bitcoins, du hast aber nur 2 bei 5.000 Dollar gekauft, dann macht es natürlich wenig Sinn, weil dein ganzer Durchschnittspreis dann richtig krass nach oben pumpt. Ja? Man muss natürlich da immer so ein bisschen abwägen. Ich kann dir ganz klar sagen, meiner Meinung nach macht es weiterhin Sinn, Bitcoin die ganze Zeit zu akkumulieren. Wie du das Ganze machst, musst du für dich selber wissen. Ich persönlich würde dir dann vielleicht auch empfehlen, okay, man macht wie so einen kleinen Finanzplan oder DCA-Plan, ja, oder so einen Sparplan nennt sich das Ganze auch, wo man sagt, okay, entweder jeden Tag oder jede Woche am Sonntag kaufe ich Bitcoin immer für 100 Dollar, nur als Beispiel, ja, und so staut sich dann auch so ein bisschen was auf über die Zeit. Das kann man natürlich auch machen. Das heißt, weiterhin Empfehlung. Auch was jetzt hier so unter 40.000 Dollar ist, ist natürlich noch interessant. War natürlich noch interessanter, wo wir unter 30.000 Dollar waren, keine Frage. Ja, aber jetzt muss man natürlich so ein bisschen abwägen, will ich lieber in Bitcoin investieren oder investiere ich Stand jetzt noch in ein paar Altcoins und hoffe, dass die Altcoins dann nach oben pumpen. Ja, das musst du für dich dann selber entscheiden. Stichpunkt Altcoins, Ethereum, gehen wir kurz rein, kleinen Abstecher. Ethereum macht nämlich genau das, was wir jetzt hier erwarten. Et voilà, schaut es euch an. Ja, wir haben jetzt hier diesen Move nach unten gesehen. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, ob wir dieses Level halten können und weiter nach oben hin ausbrechen. Sollte das der Fall sein, müssen wir über 2.150 Dollar kommen. Das ist diese rote Widerstandslinie. Und da müssen wir aufpassen, dass wir hier keinen Double Top reinkriegen. Okay? Also das für diesen Tag definitiv im Auge behalten. Und vor allem, du siehst es hier auch nochmal mit dem VRVP. Hier unten liegt massiv viel Volumen, Leute. Das ist richtig krass bei 1.900 Dollar. Also da müsste schon wirklich die Welt untergehen. Jetzt erstmal, dass wir hier nochmal richtig krass nach unten fallen würden. Das heißt, Bitcoin müsste massiv korrigieren. Bitcoin müsste unter unsere 34.000 Dollar fallen, damit wir hier bei Ethereum auch sehr, sehr stark nach unten abfallen würden. Also halte ich Stand für jetzt erstmal sehr unwahrscheinlich. Dann gehen wir rein Richtung XRP. Das interessiert bestimmt auch einige. Deshalb gehen wir da mal kurz auf den Tageschart und schauen uns das einmal an, wie sich XRP ein bisschen verhält. Und wir haben weiterhin dieses Problem mit unseren 70 Cent. Ja, jetzt schauen wir uns das Ganze nämlich hier einfach mal an. 20er EMA, wunderschönen Support jetzt hier unten erstmal reingekriegt auf dem Tageschart. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, und wir haben leider erstmal noch nicht diesen doppelten Boden hier reingekriegt, worauf wir dann gestern auch nochmal spekuliert hatten. Wenn der hier nochmal runtergefallen wäre, wäre dann hier unten natürlich ein perfekter Einstieg gewesen. Jetzt akkumulieren wir ein bisschen, aber mit Tendenz wieder nach oben. Denkt auch bei XRP daran, dass wir hier noch massiv viele Short-Positionen drin haben mit diesem kleinen, ja, dieser Fake News, diese Spot XRP Fake News, die wir hier gehabt haben. Also da wird die Sache richtig interessant werden, wenn wir hier oben nämlich reinkommen. Dann wird dieses Ding hier abgeholt werden und wir gehen hier oben raus und gehen über, ja, wahrscheinlich 75 Cent Richtung 80 Cent wieder nach oben. Deshalb bei XRP muss man jetzt einfach geduldig sein. Geduldig sein, cool bleiben, locker bleiben und dann wird sich XRP auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten meiner Meinung nach diesen Weg auf jeden Fall holen, weil das lassen sich die Market Maker nicht entgehen. Dann gehen wir noch rein Richtung Solana und schreibt es gerne mal unten rein, wenn wir immer so ein paar Altcoins mit reinnehmen sollen. Ich habe jetzt immer XRP und Solana, weil das einfach so diese Coins zurzeit sind, die sehr, sehr, sehr gefragt sind. Und du siehst auch hier bei Solana, haben wir ja gestern darauf spekuliert, dass wir dann hier Widerstand reinkriegen. Und voilà, wir machen hier wieder ein neues, ist es schon ein Jahreshoch? Ja, wieder ein neues Jahreshoch bei Solana. Also wir gehen auf
$68. Und das ist dann auch wieder hier eigentlich genau das. Ja, wir haben jetzt hier keine großartige bärische Bewegung reingekriegt. Bedeutet für uns, 13er EMA jetzt im Auge behalten. Das kann man nämlich hier mal rauslöschen. Das kann raus, das und das auch. Was bedeutet das für uns? Ganz einfach. 13er EMA, 20er EMA auf dem 4-Stunden-Chart im Auge behalten. Da kannst du dann Support erwarten und weiterhin dann technisches Preisziel immer noch $80 bei Solana. Also da sieht es wirklich sehr, sehr stark aus, auch auf dem Tageschart, wenn man es sich anschaut. Ja, ihr seht, wir gehen dann hier langsam hoch. Und warum $80? Weil es genau diese Tiefs hier waren von März 2022, Freunde. Das waren nämlich genau hier diese Tiefs und diese werden erstmal Widerstand für uns sein. Und deshalb gehe ich stark davon aus, dass erstmal so bei $78 bis $80 bei Solana dann erstmal Schluss ist. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, wer hier da Solana richtig gut eingekauft hat. Dann gehen wir noch kurz rein, schauen uns noch nämlich die Liquidität an. Bei der Liquidität sieht es im Moment so aus. Schaut euch an, Freunde, wir haben hier fast die 290 Bitcoin hier angesneakt, aber leider nicht geschafft. Das heißt, hier oben bei $38.000 haben wir nicht die Liquidität gefischt. Jetzt geht es hier auch schon wieder ein bisschen runter. Liquidität weiterhin bei uns unten bei $33.000, 383 Stück. Ist auch schon ein bisschen was rausgenommen worden wieder. Also ihr seht, das ist wieder so ein 50-50-Ding, ja, muss man ganz klar sagen. Also da auf jeden Fall aufpassen. News-technisch ist im Moment nicht allzu viel los, gibt es nicht viel zu sagen. Das heißt, wenn du da auch erstmal dir einen Account zum Beispiel machen willst bei Femex oder auch bei BitGet, kannst du das gerne tun. Bei Femex gibt es 10% Gebühren sparen und wenn du da Bock drauf hast, auch noch in den Lostopf reinzukommen und zwar 1000 USDT für alle Neuanmeldungen, ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache, deshalb gerne unten anmelden. Damit unterstützt du den Kanal, ist auch kein Geheimnis, ich habe keine Geheimnisse für euch. Das sind Affiliate-Links, das heißt, diese Gebühren, wo hier normalerweise anfallen, würden normalerweise 1:1 an die Börse gehen. Ich bekomme da einen Teil davon ab. Und somit unterstützt du diesen Kanal, damit du jeden Tag dein Video bekommst und vor allem von dieser wichtigen Marktphase jetzt hier einfach profitierst, weil dieser Kanal beschäftigt sich komplett mit dem Thema Krypto, weil du willst natürlich auch von steigenden Kursen profitieren. Was bringt dir das, wenn ich dir sage, ja, die News und Blockchain-Analysen und das und wir haben ein neues All-Time-High von Bitcoin-Adressen, das bringt dir nichts. Das heißt, hier erfährst du alles, wie du dein Portfolio maximal outperformst im nächsten Bullrun und vor allem in der jetzigen Zeit. In diesem Sinne, abonnieren und gerne reinfolgen, würde mich sehr freuen. Ich bin für heute raus, wir hören uns heute Abend 20 Uhr, dein Basti und wie immer, ciao, ciao.